Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Rayman 2. Ja, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als ich gesagt habe, wir machen einige Level nochmal. Also, da habe ich ja. Das habe ich ja im letzten Part noch verkündet und ich habe mal geguckt. Wir haben ja so über die Hälfte der Käfige. Also, naja, wir haben genau die Hälfte der Käfige schon. Und so ein klein wenig unter der Hälfte, so wollte ich sagen, der Lums. Und deswegen wollte ich ganz gerne, bevor wir da hinten weitermachen bei diesem Schiffslevel, doch lieber erstmal nochmal zurück. Und ja, ich weiß, es ist sehr ekelhaft, diese Sache hier. Aber, und vorher auch krebsig. Aber wir müssen sie machen. Unter anderem würde ich sonst bevorzugen, dass wir das hier tatsächlich nochmal machen. Da ist kein Käfig, da müssen wir also nicht auf den Käfig achten, sondern nur auf die letzten 6 Lums, die da herumgeistern. Und von daher würde ich sagen, legen wir auch direkt damit los. Sollten etwaige Spielabstürze oder sonstiges geschehen, werde ich natürlich herumcutten. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Es tut mir natürlich leid. So, und ich muss natürlich auch erstmal wieder gerade im Kopf drauf klarkommen, wo überhaupt ich welche übersehen habe. Abgesehen davon, dass ich glaube ich erst nach diesem Level herausgefunden habe, dass man, naja, fokussieren kann. Auch halt nur durch ein anderes YouTube-Video, ne? Aber hey. Gut, das dauert jetzt hier gerade ein bisschen sehr lange. Ich mache notfalls auch hier wieder, wie gesagt, ein paar Cuts bei solchen Ladebildschirmen. Also nicht wundern, wenn ich mal dann auch einfach nur stumm bin, dann tut es mir leid, dann habe ich mich halt einfach dazu entschlossen, einfach nichts zu sagen in dem Zusammenhang. Weil ich dachte, ich schneide es raus, aber habe es dann am Ende drin gelassen, weil es dann vielleicht dann doch nicht so lange gedauert hat, wie gedacht. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt ruhig, weil ich ja, wie gesagt, im Fall der Fälle das rausschneide. Naja, es läuft ja. Zumindest so flüssig, wie es halt laufen kann. Sollte es halt, wie gesagt, zu sehr ruckeln und sonst was, dann starte ich das Spiel kurz nochmal neu. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei Rayman 2 momentan bei mir auf dem PC das Problem ist, jedes Mal beim erstmaligen Start, also beim erstmaligen Start des Spiels, dass ich dementsprechend irgendwie sowieso ein hängendes Spiel habe. Egal, ob halt Rayman oder andere Spiele. Aber bei Rayman fällt es mir halt am meisten am ehesten auf. Ja gut, das war jetzt talentfrei. Aus irgendwelchen Gründen hat er da den Heli nicht angemacht. Nein, er hatte sich lieber zu entschieden, kurzerhand mal eben na, ihr habt es ja gesehen, abzustürzen. So. Da hätten wir schon mal einen von 6, also jetzt nur noch 5 übrig. Ah, Scheinblätter.
Der Klassiker schlechthin, man springt einmal falsch und schon. Okay, das läuft recht gut. Nein! Oh, nein, 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 nein. Ja, das hätte besser laufen können. Aber es hat ja geklappt, ne? Nicht wahr? So. So, und genau hier gucke ich auch nochmal. Aber nein, hier sehe ich auch nichts. Außer halt das, was ich sehe, ne? So, hier ist auch nichts. So. Moment, habe ich hier echt nichts mehr? Nicht, dass ich hier über was stolper? Nein, okay, gut. So. Jetzt haben wir diesen Raum hier. Den habe ich nicht so richtig untersuchen können, nicht so richtig untersuchen wollen. Keine Sorge, im nächsten Part geht es wieder in einem Story-Level. Falls das hier echt nicht so lange dauert. Aber hey. Wie gesagt, man soll den Tag noch nicht vor dem Abend loben, ne? Okay, hier ist bisher nichts. Das war zu früh. Das war ja gerade ein bisschen zu riskant sogar fast, weil ich gerade mal wieder nicht den Helikopter aktiviert gekriegt habe. Vielleicht soll ich mal meine Hand ein bisschen weiter vom Tisch wegnehmen. Dann kriege ich auch den Finger wieder ein bisschen hoch. So, eigentlich macht das gerade keinen Sinn, was ich gerade gemacht habe, da ich auf die andere Seite gerannt bin. Aber jetzt haben wir es. So. Sehr schön. Und da sind wir natürlich gleich hinterher. So, dann darüber. Dann hier aus irgendwelchen Gründen runterfallen, weil ich schlau bin. Und feststellen, dass sogar die Kugel zurückgesetzt wird. Verdammt. Sehr schön. Erste Kugel haben wir schon mal. Das ist uns schon mal sicher. Deswegen Checkpoint.
Ah, alles klar, komm. So. Und jetzt kommt wieder die eklige Seite. Aber eine mit einer Worte, die mir halt nicht so gut gefallen hat. Wo wir am Ende dann da oben irgendwie wieder zurückkehren. So, wie gesagt. Ja, und ich weiß, ich wollte die Lums eventuell im Off machen und so ein Kram, wenn ich sowas wiederhole. Aber ich habe ja das andere Level auch, glaube ich, irgendwie 5-6 Mal mit drin. Und da habe ich mir jetzt gedacht, was soll der Schmarrn? Ich mache das hier mit rein. Scheibenkleister. Ich pack das hier mit rein, weil im Endeffekt kommt es ja eh nicht drauf an, ob ich das Level einmal spiele oder dreimal. Es kommt aufs selbe hinaus. So oder so müssen wir eh in jedes Level mindestens 2 oder sogar 3 Mal zurückkehren. Von daher passt das ja. Richtig? Richtig. So. Kein Ding, ich bin eh hoch genug. Falte ich ruhig für eine Tür. So. So. Und ich glaube, hier war auch so ein Punkt. Nee, doch nicht. Schade. Ich dachte, hier wäre so ein Punkt, den ich haben könnte, wo ich was übersehen haben könnte. Aber nee. Denkste, nicht mal das. Ah. So. Da hätten wir dann auch schon Kugel Nummer 2 und dementsprechend hinter uns alles aufgeräumt. Soweit es zumindest geht. So. Hier ist nochmal Heilung. Das war es dann aber auch schon. Und von daher geht's runter. So, ganz kurz nochmal erwähnt, falls ihr euch fragt, wie man übrigens runter geht. Einmal kurz den Analog oder je nachdem, womit ihr spielt, nach unten. So. Da ist der Lumps, den ich beim letzten Mal übersehen habe. Und ich glaube, das war auch alle, die ich zumindest ab dann übersehen habe. Gut, dann kommt ja jetzt ja wenigstens der nächste Bereich wieder. Okay, das war just failed.
Hier ist also schon mal nichts. Finde ich gut. Na, schade. Das war zu früh. Das war zu früh. Ja, klar. Lass mich spawnen in dem... in den Flammen von ihnen. Dann komme ich auch ganz gut voran. So. Haben wir gerade die Kamera fokussiert. So, jetzt muss ich ganz schnell mal... Also bis jetzt haben wir schon mal fast alle eingesammelt. Möchte ich mal festhalten. Also wenn ich jetzt mal gucke. Ah ne, wir haben alle. Okay. Ich brauche mich nicht mehr so hart drauf zu fokussieren. Oh Gott, das war diese ekelhafte Sache. Ich wurde mit runtergesogen. Okay. Passt schon. Please, make a remake. Ubisoft. Und bitte mit mehr Checkpoints. Am besten ab jeder Säule. Na gut. Das wird mich aber diesmal nicht so hart frusten, weil ich ja jetzt weiß, was auf mich zukommt. Was mich mehr frusten wird, ist die Zeit. Weil wir haben jetzt schon ein Part Ende wieder, glaube ich. Denke ich, meine ich. Ja doch, sollte bald soweit sein. Das heißt, ich mache gleich einen ganz kurzen Cut, für euch gar nicht mitzukriegen. Ich hasse das. Ihr habt ja gesehen, ich habe mich ja eigentlich nicht mal annähernd in der Nähe davon befunden, wo er gerade eine Flamme hatte. Aber in dem Augenblick, wo ich dann auf die nächste Säule springe, hat er natürlich da schon wieder eine Flamme gesetzt. So. Ja, ich habe ein bisschen getrickst jetzt. Das ist das, was ich mich übrigens letztens nicht getraut habe. Weil ich dachte, okay, das wird zu knapp von den Abständen her. Aber dann passte es ja doch jetzt. Gut zu wissen. Und jetzt wird es richtig ekelhaft. 2, 3, 4. Nein, ich hätte noch auf den nächsten Schädel warten müssen. Na gut. Zum Glück bin ich ja quasi direkt schon hier. Somit brauche ich da mir keinen Kopf drum machen. So, komm. Warum? Wieso? Weshalb? Hä? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Habt ihr auch gesehen, ne? Also nur so nebenbei gefragt, halt. Ich habe eine Faust geschmissen. Aber trotzdem hieß es auf einmal, nö. Lassen wir nicht zielen. Oh, komm, ich falle jetzt da nicht so 30.000 Mal rein, oder? Also das muss jetzt nicht. Jetzt mal ernsthaft. So. Nun ja, nun ja. Man wird einfach reingesaugt. Schön. So, und daher wir da jetzt auch alles haben, gibt es keinen Bonuslevel. Genau, das war ja eh mit im Behalten. So. Dann geht's jetzt weiter. Aber erst im erst im nächsten Part, denn wir sind schon bei Part Ende von der Zeit her. Von daher, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr guckt beim nächsten Mal wieder rein, wenn es dann weitergeht und wir dieses Level noch machen. Und da machen wir, glaube ich, mal auf jeden Fall Story wieder. Gut, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal, wie gesagt, wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao!